Hi, ich bin Saki und in diesem Gear Review stelle ich euch mal wieder eine Powerstation für Camping, Garten und zu Hause vor, den Jackery Explorer 500. Powerstations oder auch Solargeneratoren genannt, gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe auf dem Markt. Viele davon kommen aus den USA und mit Jackery kommt nun ein weiterer US-Anbieter auf den europäischen Markt, der in den USA schon recht bekannt und beliebt ist. Jackery hat schon jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und war 2015 auch die erste Firma weltweit, die eine tragbare Lithium-Powerstation entwickelte. Was ist so eine Powerstation? Ja, man könnte sagen, eine verdammt große Powerbank, nur eben mit viel mehr Anschlüssen und natürlich mit viel mehr Kapazität. Oder noch simpler gesagt, eine Steckdose zum Mitnehmen, um beim Campen zum Beispiel oder im Garten oder sonst irgendwo Geräte aufladen und betreiben zu können. Das Schöne bei solchen Geräten ist, man muss sich nicht groß mit der Technik dahinter beschäftigen, einfach auspacken und benutzen, ohne irgendwelches Fachwissen über Laderegler, Wechselrichter, Tiefentladeschutz oder was sonst noch alles besitzen zu müssen. Wie viel Energie solch eine Powerstation abgeben kann, hängt von ihrer Kapazitätsgröße ab. Jackery hat 3 verschiedene Modelle auf den europäischen Markt gebracht, einmal mit 240 Wattstunden, einmal mit 500 Wattstunden und einmal mit 1000 Wattstunden. Ich habe hier das mittlere Modell mit 500 Wattstunden Batteriekapazität. Ist das viel? Zum bildlich machen könnte man sagen, dass man damit ein durchschnittliches Laptop, so wie dieses hier, ungefähr 4,5 Mal aufladen könnte. Hier ein paar Daten zum Gerät. Kapazität 24 Ampere, 21,6 Volt, 518,4 Wattstunden. Gewicht ca. 6,4 Kilogramm. Maße ca. 30 x 19,3 x 24,2 cm. Und verbaut ist ein Lithium-Ionen-Akku. Im Lieferumfang befindet sich neben der Powerstation dieses Täschchen hier. Und darin verbergen sich ein Ladenetzteil für die Haushaltssteckdose und ein 12-Volt Ladekabel fürs Kfz. Wenn der Explorer 500 komplett entladen wäre, bräuchte man etwa 7 bis 8 Stunden, um ihn an einer Haushaltssteckdose wieder vollständig aufzuladen. Mit dem Autoladekabel kann man ihn natürlich auch aufladen, das würde laut Hersteller dann ebenso lange dauern. Am LCD-Bildschirm kann ich mir den aktuellen Ladezustand anzeigen lassen, dafür kurz den Display-Schalter drücken. Jetzt aber zum Wichtigsten, den Ausgängen. Wir haben hier 2 DC-Ports, also Gleichstromausgänge. Das sind 6,3 mm Anschlüsse und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wofür man die verbaut hat, denn ich kenne keine Geräte mit solch einem Anschluss. Dann eine 12-Volt Kfz-Steckdose, 3 USB-A-Anschlüsse und eine AC-Steckdose, also Wechselstrom. Der verbaute Spannungswandler erzeugt eine reine Sinuswelle, sodass man hier keine Sorge haben muss, sein empfindliches Laptop oder ähnliches anzuschließen. Also alles dabei, was man typischerweise so benötigt, um seine Geräte mit Strom zu versorgen. Zum Transport gibt es einen angenehm geformten Tragegriff. Und wenn der Weg vom Auto zum Zelt mal sehr dunkel sein sollte, gibt es hier sogar noch eine kleine LED-Lampe. Jetzt hat man im Garten, auf dem Campingplatz oder sonst wo natürlich nicht immer die Möglichkeit, solch eine Powerstation auch wieder aufzuladen. Und hier kommt jetzt ihr zweiter Name, Solargenerator, zum Tragen. Dafür braucht solch ein Solargenerator natürlich ein passendes Solarpanel und natürlich hat Jackery auch sowas im Angebot. Das hier ist das Jackery Solar Saga 100, ein Solarpanel in Form einer klappbaren Solartasche mit 100 Watt Nennleistung. Es wiegt knappe 5 Kilogramm und die Maße sind 610 x 535 x 35 mm im zusammengeklappten Zustand. Und aufgeklappt hat es dann 1220 x 535 x 20 mm. Was ich ganz cool finde, zusammengehalten wird es durch 2 Magnetverschlüsse ganz hier oben. Zum Aufstellen gibt es hinter jeder Solarfläche solch einen kleinen Ausklappständer. Einfach das Klett lösen, ausklappen und aufstellen. Der Anschluss zum Solargenerator verbirgt sich dann in dieser aufgenähten Reißverschlusstasche hier. Ein fest verbautes Anschlusskabel, das einfach zur Powerstation gelegt und dann hier oben eingesteckt wird. Natürlich kann man nur noch ablesen, wie das Gerät geladen wird. Bei mir sind das gerade 74 Watt bei winterlicher Sonne.
Die hocheffizienten monokristallinen Solarzellen des Panels erreichen eine Umwandlungsrate von 23%. Geschützt werden sie durch eine ETFE-Kunststoffoberfläche, die kratz- und wasserbeständig ist. Komplett wasserdicht ist das Panel jedoch nicht, bei schlechtem Wetter sollte man es also wieder einpacken. Im Explorer 500 ist übrigens ein MPPT-Laderegler verbaut, der in den meisten Fällen deutlich effizienter ist als ein PWM-Laderegler. Gerade in unseren Breitengraden werden so bis zu 30% mehr Leistung aus dem Solarpanel geholt. Hier seitlich sind sogar noch zwei USB-Anschlüsse versteckt. Und zwar direkt am Anschluss des Ladekabels. Hier kann ich Kleingeräte einstecken, ohne das Solarpanel an den Explorer anschließen zu müssen. Einmal ein USB-A-Anschluss 5 Volt 2,4 Ampere und einmal ein USB-C-Anschluss 5 Volt 3 Ampere. Das finde ich richtig gut. Ich besitze noch ein 100 Watt-Panel von einem anderen Hersteller. Das hat sowas allerdings nicht. Beides zusammen ergibt ein unabhängiges Energiesystem, ein Mini-Kraftwerk für unterwegs, könnte man sagen. Aber auch zu Hause kann sowas nützlich sein, entweder als Zusatzsystem zur bestehenden Stromversorgung, um Energie zu sparen und die Sonnenenergie zu nutzen, um seine Kleingeräte zu laden, sowie auch zur Notüberbrückung von Stromausfällen. Ja, und wenn ihr euch für die vorgestellten Produkte von Jackery interessiert, findet ihr Bezugslinks in der Videobeschreibung. Macht's gut!